Bist du schon tot? Nein. Dann renn mal weg von dem Viech. Vielen Dank für deine... Nein, der Drache ist nur vorbeigeflogen. Er fand es noch nicht nötig, mich umzubringen. Dann weise ihn mal darauf hin, dass er dich umbringen soll. Ja, ich klaue hier irgendwelche Seelen von anderen Menschen und da, oh Gott, da kommt er. Oh Gott, da kommt er, nein. Wir wollen meine Seelen, meine Seelen, meine Seelen, meine Seelen. Lass mich in Ruhe. Hier ist ein Stein, ich bin sicher und ich bin tot. Ja. Das ist nicht nett. Gut, das dann geh mal zu dem Riesen und red mit dem. Ja, ja, ja. Wir müssen eine coole Cutscene aufnehmen, also das muss echt drin sein. Okay. Dann gucke ich mir halt an, wie der Typ mal so einen Drache jagt. Ziemlich edel. Wie lange sitzt der Typ da eigentlich schon, dass er irgendwie Staub angesetzt hat? Sehr lange. Offensichtlich. Ja. Beziehungsweise das ist ja nur, das ist wahrscheinlich der ganze Schnitzstaub. Oder Sägespäne oder wie auch immer man den Crap nennt. Um ehrlich zu sein, ich habe einen 360 Noscope erwartet. Wobei, er macht ja eigentlich einen Noscope, er ist ja blind. Yes. A true shot was never loosed. That bat will be grounded for a good spell. Und hat er jetzt den Faggot Dragon abgeschossen? Jupp, aber ohne 360. No. Das ist kein guter Jäger, wenn er keinen 360-Mo macht. Stimmt, ohne 360-Nosecope kein richtiger Schuss. Ja. Das ist bekannt. Das, guten Tag. Guten Tag. Sollte man Humanity equipen? Wahrscheinlich, ja. Wer braucht schon Humanity? Ja, der Faggot Dragon ist ziemlich stark. Als ob. Ich meine nur. Ach übrigens, der ist auch minimal aggressiv. Minimal? Minimal. Minimal mehr aggressiv oder minimal weniger? Der ist nicht so aggressiv, aber der macht mehr Schaden und er hat auch einen Range-Angriff. Ja. Und der ist schwarz. Ziemlich schwarz, ja. Und dann ist es ein Drache, ne? Ist Kalamit. Kalamit! Ist das ein Komet? Nein, es ist ein Kalamit. Oh, hallo, Wurm. Stirbwurm. Was, Wurm? Was für ein Wurm? Ja, der sieht so ein bisschen aus wie Malefiss in Drachenform. Ich will seinen Schwanz. Komm her, Drache. Aber ich glaube, der Kampf wird extrem lange dauern, wenn wir den dazu mal bringen wollen, dass er seinen Schwanz niederlässt. Ah, gib mir den Schwanz. Komm, Drache. Komm her. No, nein. Komm. Drache. Hört ihr mal auf, irgendwie mit dem zu kuscheln? Ist das, was man mit dem... Aua! Ich sag doch, der macht viel Schaden. Ja, aber das sagt, diesmal bin ich der dann Schuldige. Das ist immer das Gleiche, weißt du? Ich sag dir, er ist aggressiv und ihr rennt rein wie bekloppt. Ich sag dir, er macht viel Schaden. Ihr rennt rein wie bekloppt. Was kann ich denn machen, bitte, damit ihr mal nicht reinrennt wie bekloppt? Sagen, er will mit uns kuscheln und eine Familie gründen. Wir müssen doch kuscheln und eine Familie gründen. Jetzt ist es zu spät, jetzt glauben wir dir nicht mehr. Das Problem, was ich mit dem habe, ist irgendwie, dass ich nie seinen Schwanz erreichen kann. Das Problem, was wir haben, ist, dass der Olli tot ist. Mhm. Okay. Ja. Dann müssen wir beide das jetzt zu Ende führen. Es sei denn... Nein. Doch. Nein. Wir haben keine Wahl hier. Ja. Ah, verdammt. Das Mist. Ihr schafft das schon. Olli, du gibst ziemlich schnell auf. Du musst gegen den Schaden machen. Weißt, ich kann ihn umbringen, aber den Schwanz kriegen wir so nicht. Oh nein, was zur Hölle? Oh, what the fuck? Heilige Scheiße! Irgendwie mochte der dich gerade nicht so sehr, kann das sein? Das hat irgendwie keinen Schaden. Was ist passiert? Hast du gesehen? War das relativ in Ordnung? Nein! Ah, fuck! Es klang irgendwie da gerade so danach, als wenn Baumi ziemlich hart kaputt gemacht wurde. Der hat irgendwie so eine krasse Fähigkeit gegeben. Der hat so Süßstrahl gemacht auf Baumi. Und jetzt habe ich so ein Auge über meinem Kopf und ich bin mir nicht so ganz sicher, was das bedeutet. Sind da Zahlen drin, die nach unten ticken? Nein. Okay. Jetzt ist es auch wieder weg. Heißt das irgendwie, dass du kurz tot warst? Was? Was soll das überhaupt bedeuten? Ich weiß nicht, aber... Ja, das heißt wahrscheinlich... Mach den Schwanz ab! Ja, ich mach den Schwanz ab, aber dafür musst du den irgendwie mal dazu bringen, Feuer nach vorne zu schießen. Ja, ich versuch den ja zu tanken, okay? Ja. Komm her, Viech.
Nein, das ist nicht der Feuerangriff, den ich gerne hätte. Das ja. ist auch nicht der Angriff, den ich so gerne hätte. Drache, kein Problem, ich kein Problem. Ich bleib hier und tank den Jungen. Ich kann den ganzen Tag tanken. Ah, jetzt bin ich aber nicht. Komm schon. Komm schon. Wenigstens ein Hit. Geht doch. Ja, das ist ein Ansatz. Ja, das ist doof, was ich will, halt irgendwie nicht nah an dem dran stehen. Jetzt hau du den Schwanz. Ja, ich hau den Schwanz. Okay, ich habe einen Hieb reingebracht. Also es waren so etwa 3 Hieben von dir. Ja. Ah, geh weg von dem Viech. Warte, ich halte mich kurz hoch. Warum kann er eigentlich schwarzes Flammenzeugs? Weil es der schwarze Drache ist. Ja, aber der rote Drache macht rote Flammen. Aber die blauen Drachen machen gelbe Flammen. Oder gelbe Blitze. Was laberst du überhaupt? Ich weiß nicht. Ich will irgendwie den Content mit Gelaber füllen. Ja, dann kämpf gegen den Drachen und schlag dem den Schwanz ab. Das füllt leider nicht den Content mit Gesprächen. Doch. Wenn der Schwanz ab ist. Jetzt hopp, an die Arbeit. Ja, dann mach du deine Arbeit und lass dich von dem irgendwie... Ich lass mich doch von dem hauen, hier. Ja, aber nicht mit der richtigen Attacke. Bring ihn dazu, dich mit Feuer zu bespucken. Wie soll ich ihn dazu bringen, Mann? Keine Ahnung, sehe irgendwie... Au! ...lecker aus zum Braten. Ich sehe unglaublich lecker aus. Ich bin wahrscheinlich der leckerste Havel, der die ganze Welt jemals... Du bist eine Metallbüchse. Wer will schon eine Metallbüchse erwärmen? Steinbüchse, wenn dann. Steinbüchse. Hey, es gibt so verkackte Menschen, die keine Ahnung von Essen haben, die mögen Dosenfutter, okay? Vielleicht ist der so einer. Okay. Komm schon, Drache. Das ist nicht der Angriff, den wir wollen, Drache. Drache, tu, was wir es dir sagen. Spucke Feuer. Sonst. Der rennt über mich drüber. Ja. Wie viel Leben hat er noch? Hat noch gut. Knapp mehr als die Hälfte, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Aber wir greifen den auch nicht wirklich an, um ehrlich zu sein. Aua! Ja, da war was gewesen. So. Mein Gott, dieser verkackte Mistdrache. Oh. Okay. Wieso hast du jetzt keinen Schaden gekriegt? Weil er mich nicht getroffen hat? Wie? Ja, er hat mich nicht getroffen. Bei mir hat er dich derbe getroffen. Ja, jetzt. Das ist halt nicht korrekt so. Ja. Na komm, Drache. Du weißt, was wir wollen. Tu es. We want the D. We want all the D's. Jetzt brauchen wir... Die ist rot! Hä? Hä? Oh. Ach, komm! Wir haben jetzt einen komischen Tanzmoves. Komm schon, Drache. So. Ah, okay. Ja. Nein, ich dachte, nee, das ist zu hoch. Mann, das führt so zu nichts. Ja, aber das war ja... Sein Dive-Angriff hier. Nein, Okay. Meine. Der ist nicht cool drauf, der Bro. Ja, Mann, ich sag doch, der ist schwer. Nee, es geht nicht, dass er schwer ist. Er macht seinen Move nicht, den ich haben will. Nee, das stimmt. Wir müssen ihn irgendwie dazu bringen. Ja. Komm schon, Drache. Komm schon. Hau ihn mal auf die Füße. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht mag er dich dann nicht mehr. Ich glaube, ich auch so schon nicht. Jetzt. Schwanz. Aha. Aha. Aha, wir haben ihn. So, mein Gott, wir haben's! Wieso hast du das bei dir anscheinend nicht hingekriegt? Das war jetzt irgendwie nicht so der große Aufwand. Siehst du, wie ich hier gerade gegen den kämpfe? Ja. Ja, so habe ich gegen den gekämpft. Ich bin nicht an die um ihn drum rumgekommen. Na gut. Aber du meintest, du hättest den Schwanz auch getroffen. Ich habe den Schwanz ein einziges Mal getroffen. Ein einziges Mal. Okay. Aber ja, wir haben das super dolle Duperschwert. Ja, das ist das angeblich beste Schwert im Spiel. Naja, das ist ein ziemlich tolles Schwert. So, jetzt ist Zeit, das Viech einfach rumzuhauen, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Von mir aus können wir jetzt eigentlich auch ruhig sterben, ich habe mein Schwert. Nee, Mann, das Viech wird umgehauen. Punkt. Nein, lass dich umbringen, ich will auch die Erfahrung. Ja, ich bin tot. Ah, du Inkompetenz! Hihi. Danke, Nico. Bitte, Olli. Ich fand den Vorschlag von Olli einfach zu gut. Siehst von der Seite, so können wir den Schwanz nochmal haben. Ja. Ganz toll. So, ich irgendwie 15 Humanity oder so verbraucht für nichts. Mann.
Ja. Hier, okay. Bitte. Spezialfähigkeit von dem Schwert. Go. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich gegen den Drachen nichts bringen. Ach komm. Weil man irgendwie statisch dafür stehen bleiben muss. Ja, ich tank den ja. Go, go, go. Das heißt nicht, dass er sich nicht bewegt. Ja, jetzt hopp, Mann. Auf rumzupussen. Ich möchte gerne, dass irgendwie eure Stäbe glühen. Ich habe leider kein Feuerzeug. Ich glaube, ich habe noch Feuerzeugs für euch. Dann gib mir Feuerzeug. Ich gebe dir ein Feuerzeug. Oder? Habe ich noch Feuerzeugs? Ja, ich habe kein Feuer, aber ich habe Blitz für dich. Ist egal, es passt. Ist wahrscheinlich besser, weil der Drache ist wahrscheinlich immun gegen Feuer. Hm. Es gibt irgendwie Sinn. Ich weiß nicht. Findest du? Das ist ein Drache, ja. Hat jetzt der Olli das ganze Zeug genommen? Nein, das ist mein eigenes. Ich meine, er hat es ja schon benutzt. Ich meine, pff, wofür? Wie eins? Ja, ich habe eins, wie gesagt. Das ist aber großzügig. Ich habe gesagt, ich habe eins. Ich habe nicht gesagt, ich habe mehrere. Ich habe gesagt, ich habe eins. Damit kann ich ja dann genau eins benutzen. Ja. Das ist korrekt. Das ist richtig. Ja. Du hast Kalamüt. Kalamüt. Du hast bei Graf Zahl gelernt zu zählen. Sehr gut. Wow. Okay, es ist mir egal, was bei euch abgeht. Ich hole mir erstmal mein Zeug zurück. Aha. Na, Drache, wie geht's? Na, komm her, Drache. Wir machen es so, wie wir es früher immer getan haben. Ich klaue mir deinen Schwanz und dann haue ich dich mit meiner Keule. Ist easy. Dein Sexleben interessiert mich sehr wenig mit diesem Drachen. Hast du was gegen den Drachen, Mann? Der Drachen ist cooler wie du. Oh, shit. Alter, wenn jetzt wieder einer verreckt. Ich werde wahrscheinlich verrecken, ja, weil der Typ ziemlich hart Damage tut. Oh nein, 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 da nicht reinrennen. Hallo, Drache. Das hat so irgendwie ziemlich beschissenen Soundeffekt. Es ist halt ziemlich schrill. Ich meine, Psychoattacken müssen immer schrill klingen, sonst tun sie ja nicht weh. Oh, das ist die neue Entwicklung von Mewtwo. Ja, das ist Mewtwo X. Mewtwo. Mewtwo X2. Ja. Mew 3. Warum kann der Typ eigentlich noch fliegen? Er kann ja nicht wirklich fliegen, er kann so komisch gleiten. Das würde ich noch mehr als fliegen beurteilen, als wie ich fliegen könnte. Ja, du bist aber auch kein verdammter Drache. Ja. Du kannst auch nicht Feuer spucken. Bist du dir das sicher? Ich hab sehr viele neue Tricks gelernt, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Du kannst nicht Feuer spucken, Punkt, Thema erledigt. Okay. Irgendwie ist jeder Teil seines Körpers. Oh, hallo! Was? Warum? Ich hab doch gesagt, der hat so einen coolen Laserangriff! Olli, der hat sich irgendwie, glaube ich, jetzt ganz, ganz doll lieb gehabt, kann das sein? Und jetzt hast du so ein komisches Auge im Kopf. Was bringt das? Das ist wahrscheinlich wie irgendwie der Debuff, einmal Damage und du bist tot oder sowas. Keine Ahnung. Der Olli ist aus dem Spiel entfernt worden jetzt. Viel Spaß. Jo. Deshalb, das killt dich einfach instant. Oh, komm schon, Drache. Genieße meinen Hammer. Ja, renn gegen die Wand. Komm schon, Drache. Wie viel Schaden macht er dir mit einem Schlag? Ich? Ja. So 500, glaube ich. Okay. 400. Auf welcher Stufe ist dein Dragon Tooth? Was ist? Welches Level? Drachenzahn. Mein Drachenzahn ist auf 4. Oh, das ist nicht mal sein Final Form. Ja, ich habe nicht genug Drachenscales, um den Scheiß hochzumaxen. Ich trau mich irgendwie nie an den Typen ran. Ja, der ist halt so faggothaftig aggressiv. Nein, er tut einfach nur mit jedem Körperteil irgendwie böse Sachen. Irgendwas tun. Ja, er macht halt einfach böse Sachen mit allem. Aber das heißt, es gibt ein bisschen Böse. Das Böse! Aua! Bergedrache. Okay, und Feuerangriff und wuhu und Rolle. Komm, Baum, ich stell dich da einfach so als Stein hin und tank den Shit. Ja, so habe ich das im Solo-Run gemacht. Nein! Da haben ich und der Drache uns einfach stundenlang angeschaut und ab und zu habe ich einen Hieb reingekriegt. Und irgendwann war er tot. Eine richtig intensive Beziehung aufgebaut. Intensive zwei Stunden. So, so kann man sich auch kennenlernen. In einem Kampf auf den Tod? Ja, durchaus. Hallo, Drache.
Ich mache ihn ganze 73 Schaden, um ehrlich zu sein. Ah, wie, du verreckst mir hier. Ja, dann laufe ich mal lieber weg. Ah, oh, da. Komm, mach wieder deinen komischen Psychoangriff. Nein, mach nicht den Psychoangriff. Doch, der macht keinen Schaden anscheinend. Der macht irgendwas anderes Böses, da bin ich mir ziemlich sicher. Ah, nein, 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 nein! Hör auf damit, was macht der mit mir? Wahrscheinlich hat er dich jetzt geschwängert. Jetzt habe ich wieder dieses dumme Auge auf mir. Was bringt das? Ich weiß nicht, vielleicht bist du einfach gebrannt, Mark, dass du jetzt ein Auge auf dem Kopf hast. Ich meine, lebe mit der Schande. Wurdest bedient. Sehr bedient. Durchaus. Komm, stirb, Drache! Man sieht nicht mal sein Leben bei mir droppen, wenn ich ihn haue. Nein, 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 nein! Tja, Baumi. Meiner! Das ist so lächerlich! Komm, gib mir die Seelen, gib mir die Seelen! Jetzt habe ich ehrlich nicht mehr die Seelen dafür gekriegt. Ah, ich kann doch kotzen! Naja, gut, wir haben ihn. Wie viel gibt das denn? 60.000. Drach. Nee, ich habe die Seelen gekriegt. Ah, oh, gut. Ich habe sie gekriegt. Ja, weil du Seelen so bitter nötig hast, ne? Es geht ja. Prinzip, okay? Okay. Was, der scheiß Hund hier. Spawn und auf einmal ist so ein dreckiger Hund neben mir. Ja. Das ist irgendwie merkwürdig. Ich zähle jetzt, als ob ich überlebt und gestorben wäre. Das heißt, das ganze Gebiet ist respawned, aber ich bin an der gleichen Stelle wie vorhin. Interesting. Interesting. Indeed.